Ich stehe hier am Stand der Friedrich Lütze GmbH auf der Hannover Messe 2019 mit Michael Bautz, dem Produktmanager für das Airstream-Verdrahtungssystem. Herr Bautz, Sie präsentieren dieses Jahr hier in Hannover einige praktische Airstream-Zubehörelemente. Richtig, wir haben gemeinsam mit Kunden neue Innovationen weiterentwickelt und haben dieses Jahr einen Klettbandsockel im Portfolio, auch mit UL für den internationalen Markt, perfekt geeignet. Wo liegt der Vorteil der neuen Klettbandsockel? Ich kann Leitungen, Datenleitungen vor allem, relativ einfach abfangen und außerhalb von dem normalen Verdrahtungsraum fixieren. Also gerade Datenleitungen sollten ja nicht mit dem Haupt- und Steuerschraubenkreis in Verbindung gebracht werden. Und somit kann ich die auf ganz einfach auf unseren Stegmodulen platzieren. Ja. Und in welchen Ausführungen gibt es die neuen Befestigungen? Wir haben zwei Varianten. Einmal die für die Hutschiene. Und die zweite Variante ist für unsere Montagestege oder auch die Tragschiene. Die kann ich ganz einfach auch auf den Montagestegen, Rangierstegen fixieren. Bei der nächsten Neuheit geht es ebenfalls um eine möglichst flexible und einfache Montage, diesmal allerdings bei den Komponenten. Richtig, wir haben eine einschwenkbare Gleitmutter für das nachträgliche Anbringen von Rangierstegen. Also gerade bei Umbauten ist es immer wieder schwierig, in der Mitte von einem Rahmen eine größere Komponente zu fixieren. Mit dieser einschwenkbaren Gleitmutter kann ich auch nachträglich ganz einfach einen Rangiersteg oder einen Umrichter platzieren. Es gibt noch eine zweite neue Gleitmutter zur Befestigung besonders großer und schwerer Komponenten. Richtig, wir haben noch eine Schwerlastgleitmutter, die ist doppelt so groß wie unsere herkömmlichen Gleitmuttern und damit kann ich einfach mehr Gewicht oder mehr Masse abfangen, dadurch, dass weil eine größere Auflagefläche in dem Gleitmutterkanal herrscht. Vielen Dank für dieses Update zum Thema Airstream-Zubehör. Danke auch.